Frau Weyrein, wie ist im Augenblick die Situation hier an der Riegerstraße? Ja, die Gerichtsvollzieherin ist jetzt mit dem Schlüsseldienst zur Tür gegangen. Dann wird der Raum geöffnet. Da soll noch Material von den Handwerkern drin sein. Das wird jetzt dann abtransportiert, woanders zwischengelagert, wo der Handwerker sich das abholen kann. Und danach wird der Besitz, der rechtmäßige Besitz des Vereins Freunde der Kaderschmiede, den rechtmäßigen Besitzern wieder übergeben.